Hi, hier ist der Frank vom Foodblog hamburg.de. Ich will heute ein schnelles Video für euch machen. Und zwar habe ich hier schon ein paar Iberico-Rippchen am Start. Die will ich hier gleich da hinten in meinem Smoker machen. Den werde ich jetzt anheizen, die Rippchen auspacken und werde die mal schnell hier in meine Schale packen, die ich hier unten schon stehen habe. Da kommen die gleich rein, kommt schon ein geiler Wrap rüber und dann kommen die da rein. Und es wird ein schnelles Rezept. Bis gleich. So, meine Rippchen liegen da schon und auf der einen Seite habe ich die jetzt auch schon mit meinem Magic Dust beträufelt. Ich tue da jetzt auf der anderen Seite auch noch mal schnell mein Magic Dust rein. Ich habe leider nicht das Magic Dust, was ich sonst immer verwendet habe, aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Das sind Rippchen, die gab es im Angebot bei tellermitte.de. Die habe ich mir gekauft und mache da jetzt schön Magic Dust drauf. Dann kommt da gleich Alufolie rüber. Und bevor ich da Alufolie rüber tue, tue ich jetzt hier gleich schön naturtrüben Apfelsaft drauf. So, ich glaube, das sieht schon ganz geil aus. Das ist nicht das Magic Dust, was ich in der letzten Saison, letztes Jahr benutzt habe. Das konnte ich leider, warum auch immer, hier nicht bekommen. Letztes Jahr war das kein Problem, sonst hätte ich mir das auch aus Hamburg mitgebracht. Jetzt habe ich hier eins von Ostmann. Ich hoffe, das ist auch ganz geil. Ich habe mir einen naturtrüben Apfelsaft gekauft. Den fülle ich jetzt hier unten schön rein. Durch seine Säure und seinen echt geilen Geschmack wird er jetzt gleich dafür sorgen, dass die schön weich werden und einen geilen Geschmack übernehmen. Die Spare Ribs sind da eingewickelt in Alufolie in meiner Schale mit dem trüben Apfelsaft und ich heiz jetzt hier meinen Smoker richtig an, so dass wir hier 120, 130 Grad bekommen. So, man sieht, wie ein bisschen Qualm aus dem Schornstein kommt. So, wollen wir mal den Smoker hier aufmachen. Kommt mit Sicherheit richtig Qualm uns entgegen. Jawohl. Wasser. Hier sind die Spare Ribs drin. Da habe ich mir zwei Hühnerkeulen einfach genommen, habe die ein bisschen Wrap gemacht und habe die da mal mit reingelegt. Bin gespannt, wie die werden. Die Hühnerkeulen, Quatsch, die Spare Ribs, die nehmen wir jetzt hier raus. Dann kommen die einmal bei mir auf den Tisch und dann seid ihr wieder dabei. So, ich hole das dann jetzt mal eben schnell mir hier raus, ohne mich groß zu verbrennen. Da ist es schon. So, jetzt machen wir das mal auf. Nummer 1, Nummer 2, ups, das sieht doch schon mal richtig geil aus. Das sieht schon so aus, als würden die Knochen da gleich abfallen. Das macht mich natürlich richtig glücklich. Ich habe so ein Teriyaki Barbecue Sesam Barbecue Sauce mir hier besorgt. Reden kann ich auch nicht, überhaupt gar nicht mehr. Ist auch schwierig mit dem Reden. Der Pinsel hat sich auch verweigert heute. Das heißt, wir müssen heute mal ein bisschen improvisieren. Ich tue jetzt hier einfach ein bisschen Barbecue-Sesam-Teriyaki-Sauce obendrauf. Ich lasse einfach den Saft hier unten drin. Der wird sich einfach runter reduzieren. Und dann wird er wahrscheinlich auch noch ultra lecker sein. Ich stelle das jetzt hier auch gleich offen wieder in meinen Smoker. Jetzt will die Soße natürlich nicht mehr kommen. Jo, so muss das laufen. So ist das geil. So. Ich verteile das jetzt noch so ein bisschen und dann geht es wieder ab in den Smoker. Ich hatte euch ja erzählt von den Hühnchen, die ich da an der Seite reingelegt habe. Das habe ich jetzt mal rausgeholt. Anderthalb Stunden, 120 Grad im Smoker. Schön Wrap drauf gemacht gehabt. Nur in Alufolie. Hier läuft schon die Soße raus. Sieht das nicht geil aus? Ich finde, das sieht sowas von obergeil aus. Am liebsten würde ich es jetzt sofort aufessen. Aber ich habe ja gerade gegessen. Hey ihr Lieben, ich habe hier mal meine Spare Ribs hingelegt. Muss mal kurz gucken, ob das überhaupt alles passig ist und ob ihr überhaupt was sehen könnt. Nicht, dass ich da irgendwelchen Quatsch mache. Oh, ihr könnt das sehr gut sehen. Ich komme mal ein bisschen dichter daran, damit ihr auch wirklich was seht. So, und noch ein bisschen so und ein bisschen abwärts.
wenn das mal alles so gängig wäre. So, boah, so, jetzt seht ihr, glaube ich, was. Sieht es nicht geil aus? Ist schön heiß noch. Und ich kann jetzt hier anfassen und kann da so den Knochen wegnehmen. Oh, ist das geil. Und hier das Gleiche. Einmal ziehen. Ist nur heiß. Einfach nur so ziehen. Knack, habe ich den Knochen in der Hand. Wahnsinn. Das war ein schneller Test von diesen Spare Ribs. Ich habe davon 3 so eine großen Stücke neulich mir bei Tellermitte gekauft. Die werde ich jetzt demnächst fertig machen. Und dann machen wir ein neues Video, wo ich euch komplett erkläre, wie ich es gemacht habe. Ich ziehe jetzt hier einfach mal die Knochen alle raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao. What you want? With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more.